Mal wieder ein guter Morgen aus Los Angeles. Allerdings der letzte, zumindest vorerst, denn wir brettern jetzt auf nach Mexiko, liebe Freunde, und sind ziemlich spät dran. Kleines Problemchen, aber es geht jetzt nach Cancun, ja, und danach geht es auch noch um Mexiko ein bisschen rum, wird richtig, richtig geil. Die Zeit in Los Angeles war auf jeden Fall richtig cool. Wir haben viel gesehen, viele Abenteuer erlebt, dann noch Las Vegas mittendrin. Also es hat auf jeden Fall wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ja, jetzt erstmal Vollgas in Richtung Airport. What's the meaning of this life I'm living? I said you only get one shot and who gonna really know just what I'm missing? Shooting for the bigger dreams than the little things, cause I'm trying to do it right. Yeah, my death ain't forgiven and I've been thinking about the times when I could have lived better back in the days when my mind wasn't thinking about the paper. 2K nights and we were chilling with whoever. No pressure from the time we was bumping chili peppers, but the sun don't shine forever. On my grind with the cheddar, never let up with the effort of a peasant. I'd be damned if I ain't living feeling pleasant. But my flow laying up, I got you thinking I'm fluorescent. Now I got. Jetzt geht unser Koffer aufs Band. Der gute Mann, der regelt das. Und ich hoffe, das Gepäck ist nicht verloren. Ist nämlich nicht unbedingt die teuerste Airline, mit der wir fliegen. Hier, Cancun, da müssen wir hin. Yeah. Security check accomplished. Jetzt ab in den Flieger. Ciao, LA. Mach's gut. War super. Süßkartoffelpommes und schnell noch der obligatorische Burger von Umami. Übrigens eine Empfehlung von mir in den USA, wenn ihr mal da seid. Umami-Burger ist echt gut. Sieht doch geil aus, oder? Wir kommen zu spät. Ganz schnell, ganz schnell. Oh Mann, geile LEDs. Hui, endlich im Flieger angekommen. War eine richtige Tour jetzt hier. Wow. Ich muss sagen, Interjet hat eine richtig gute Beinfreiheit. Guck mal hier. Kann man nicht meckern, oder? Ist echt in Ordnung. Ja. Und jetzt würde ich sagen, heben wir endlich ab und verlassen Los Angeles. Adieu. Up with champagne, roll me an A. I told my mother I would quit. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. So we just gonna stay. Teenage dreamers, born this way. I told my mother I'd grow up. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. Sleeping through the day. Wake up with champagne, roll me an A. I told my mother I would quit. What can I say? Still breathing, falling in love every evening, so we just gonna stay. Teenage dreamers, born this way. I told my mother I'd grow up. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. Endlich aus dem Flieger gestiegen. Ich muss sagen, Interjet, eine richtig gute Airline. Ohne dass ich natürlich jetzt Geld dafür kriege. Ich will das jetzt auch nicht groß bewerben oder so, aber hey, meiner Einschätzung nach war das besser als so manche deutsche Airline. Ja, und wir sind jetzt auf jeden Fall hier in Cancun gelandet. Die Hitze ist leicht tropisch. Das Wetter ist nicht verkehrt. Ja, und ich habe ein bisschen pennen können noch im Flieger. War ganz nice. Ja, und jetzt mal gleich raus. Bei 35 Grad und riesen Luftfeuchtigkeit. Das gab es in Los Angeles natürlich nicht. Da war ja alles eher so ein bisschen entspannter. Schön Wetter und auch mal abends kälter. Und hier gibt es jetzt die volle Dröhnung. Dschungel halt, ne? Also mitten in Mexiko, in Cancun, wo wir gelandet sind. Ja, und wir werden jetzt hier ein bisschen Zeit verbringen in Cancun. Und dann geht es in Kürze auch nach Tulum. Richtig geil wird es da auch. Lasst euch mal überraschen. Aber jetzt erstmal Mexiko. Mit Spannung wird das Gepäck erwartet. Ratter, 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 ratter. Ich hoffe, es ist angekommen. Ich hoffe, es ist da. Bitte, bitte, bitte. Noch sehe ich nichts. Nein, 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 nein. Und auch nochmal nein. Wo bleibt mein Koffer? Nein, 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 nein. Auch nicht mein Koffer. Mensch, wo bleibt er denn? Ich auch nicht. Nein. Nein, auch nicht mein Koffer. Der ist auch nicht meiner. Und der schon mal ist gar nicht. Wo bleibt mein Koffer, Leute? Ist der weg? Yeah, da ist er endlich, mein lieber Koffer. Komm her, Kleiner, komm her. Hey, das ist ja wohl. Da ist mein Koffer aber angekommen. Oh. Er wollte mir gerade wieder. Thank you, buddy. Muchas gracias. Ich hab meinen Koffer. Juhu. Mega heiß ist es hier. Luftfeuchtigkeit natürlich mega hoch, aber wunderschön hier in Cancun. Und hola, wir haben hier schon Hilfe bekommen. Hallo. Welcome to Cancun. Welcome to Cancun. Ja, wir haben hier schon Hilfe bekommen und wir düsen jetzt rüber zum Hotel. Mensch, erstmal den Pulli ausgezogen. Alter Schwede.
Jo, und da sitze ich jetzt auch im Taxi mit meinem schönen Aero-Shirt, ein bisschen verschwitzt. Es gibt übrigens im Aerocron-Store, einfach mal in der Beschreibung schauen, da gibt es richtig geile T-Shirts. Einfach mal um stümperhaft Werbung zu machen hier, während ich hier in Mexiko bin. Ja, und jetzt geht's auf zum Hotel. Irgendwie 30 Minuten Fahrt, die mal down. Also, los geht's. Siempre la mira la visión global, que va forjando a cada paso mi entorno local. Son las historias de un poeta en el Distrito Federal. Con odio a la derecha y al zócalo millones con la izquierda tiran flechas. Con arte que es para sublevarte, con letras que ayudan al espíritu a educarse. Felicidad que es producida por las cosas más sencillas. Cambiamos de semblante contra aquel que te hizo fraude en las casillas. Völlig fertig, im Hotel angekommen, das sieht richtig geil aus. Hier gibt's auch sogar so eine Kuppel. Richtig krasse Lobby hier und guck mal hier diesen ganzen Gang an, also das ist ein riesiges Hotel hier in Cancun, gibt es überhaupt diverse krasse Hotels, habe ich das Gefühl. Ja, und das hier ist das Zimmer hier, kleines schönes Badezimmer in einem recht großen Resort, davon gibt es in Cancun offensichtlich richtig viele. Bett haben wir auch am Start hier, die ganzen Kameras, das ganze Equipment, die Drohnen und was weiß ich was, mega nice. Hier noch eine Sitzecke. Ja, um euch die auch mal zu zeigen. Also nicht schlecht, aber jetzt kommt's. Das Coolste an der ganzen Sache. Balkon ist auch am Start. Und dieser Blick hier, der ist doch schon mal richtig, richtig, richtig Schmucke. Ja, wunderbar sieht's hier aus in Cancun. Langsam geht auch die Sonne unter und wir hatten unseren Anreisetag. Video ist jetzt natürlich ein bisschen kürzer geworden, aber ist ja nicht schlimm. Dafür ist ja eins da und ich hoffe, das nächste kann ich auch alsbald wieder posten. Wird wahrscheinlich jedoch ein bisschen dauern, bis ich hier mit dem Internet und hin und her die ganzen Videos auch schneide und dann hochlade und pipapo. Auf jeden Fall schauen wir uns im nächsten Video ein bisschen Cancun an hier, diese ganze Umgebung. Haben auch die Drohne dabei, habt ihr ja gerade gesehen und vieles, vieles mehr. Ich glaube, das wird ein richtig cooler Trip. Wir werden danach auch Tulum besuchen, was ein bisschen ruhiger ist, nicht ganz so touristisiert, ziemlich hippieartig. Da gibt es ein mega geiles Hotel in einem Baumhaus. Also stay tuned, das wird richtig geil, das Video. Freue ich mich riesig drauf. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Cancun, der erste Eindruck, touristisiert, sehr amerikanisiert. Hier fahren auch die ganzen Amerikaner in Urlaub hin. Aber doch sehr schön. Und das Meer im Hintergrund, ey, mal ganz ehrlich, was will man mehr als die wunderschöne karibische See? Wir sehen uns jetzt in Kürze wieder im nächsten Video und schaut doch mal am Channel vorbei. Bis dann.